Werner Kramer, Künstler und Lebenskünstler aus Hürth, ist etwas verrückt, im Sinne von aus der Mitte des Mainstreams herausgerückt. Seine humorvolle und angenehm exzentrische Lebenseinstellung ist die Urkraft seiner künstlerischen Kreativität. Auf vielen Ausstellungen konnte er seine Zuschauer mit seinen fröhlich, frechen, witzigen und ironischen Farbkompositionen begeistern. In seinem Häuschen in Hürth hat er das ganze Dachgeschoss zum Atelier umgebaut und damit gleichzeitig auch ein Raumkunstwerk erschaffen. Das kreative Chaos dort oben gibt ihm die Freiheit, die er braucht, um sich meditativ auf seine Inspirationen einlassen zu können. Aus seinem Farbkosmos lassen sich gewisse Grundmuster herauslesen. Zum Beispiel die Serie Quattro. Hier dominieren quadratische und kachelartige Darstellungsformen, die eine ganz eigene Wirkungsvielfalt ergeben. Die Vier galt im Mittelalter als die Zahl des Irdischen. Neben den vier Elementen gibt es die vier Himmelsrichtungen, Jahreszeiten und Temperamente, sowie die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft als Grundbestandteile allen Seins. Bei Kramer findet sich die Vier in den Serien Quattro. Quattro ist eine Serie, die mich schon sehr früh berührt hat, Quadrate zu zeichnen, eben aus diesen Gründen heraus. Quadrate sind für mich das Leben, und aus diesen Quadraten heraus ergeben sich so viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. So kommen zum Beispiel verschiedene Quattro-Serien zustande, die dann heißen Quattro-Universum oder auch, wie die letzte Serie, Quattro-Inferno, zerstörte Quadrate. Bei diesem Bild kombiniert er diese Maltechnik mit dem Wunsch einer Firma, ihr Firmenlogo mit einem Kunstwerk emotional erlebbar zu machen. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wobei es bei der Logogestaltung geht. Sie sehen hier das Symbol der Firma Systemtrans mit diesen fliegenden Würfeln. Das Bild ist in meiner Serie Quattro gemalt und wir sehen hier dieses Chaos von Quadraten außenrum, das sich in der Mitte in dem System, in dem Logo beruhigt. Dieses Bild wäre zum Beispiel für den Eingangsbereich Ihrer Firma gedacht und soll einfach den Kunden auch unter künstlerischen Aspekten ein gutes Gefühl entwickeln. Omnia sol temperat purus et subtilis. Die Serie Kathedralen ist eine weitere interessante Stilrichtung. Hier zeichnet sich sogar eine künstlerische Entwicklung ab. Ich würde euch kurz gern einmal erklären, wie ich anhand verschiedener Bildserien eine Entwicklung meiner Kunst vornehme. Sie sehen jetzt hier ein Bild aus der Serie Summer Rain. Es ist das letzte Bild aus dieser Serie und aus der Serie Summer Rain habe ich dann meine Kathedralenbilder entwickelt. Wenn man sich das Bild einmal genau anschaut, hat man in der Mitte das Mittelschiff der Kathedrale, den Lichteinfall und schon angedeutete Säulen. Hier unten sieht man, wenn man hinschaut, die Menschen, die zur Mitte zum Heiligtum hervorstreben bzw. zum Heiligtum hinschauen. In der Folge können wir hier eines der ersten Bilder der Kathedralenserie dann erkennen. Der Farbauftrag ist ähnlich, das heißt mit einer sehr starken Spachtelführung eingesetzt, mit Rostelementen versehen, um dem Bild wiederum eine 3D-Stimmung zu versetzen. Und leicht angedeutet finden wir hier schon das Kruzifix der Kathedrale. Wir kommen nun zu der Serie Querstripes. Querstripes sind Landschaftsmotive, die ich über ein breites Spektrum drüber male. Hier ein kleineres Exemplar der Serie Querstripes, wiederum unter den gleichen Gesichtspunkten gemalt. Das ist eine wunderschöne Farbigkeit, die durch Verläufe im Bild entsteht. Das heißt, ich gehe in einer bestimmten Konsistenz mit einem bestimmten Lösungsmittel hin und lasse diese Verläufe ins Bild hineinlaufen, um es dann immer wieder zu drehen und nachher zum fertigen Bild werden zu lassen. Auch aus diesen Bildern entwickelt sich manchmal der Realismus. Und das ist dann einfach schön, dass man von der Realität zurück wiederkommt in das Abstrakte und wieder umgekehrt.
Die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens erstreckt sich somit von Quattro- und Kathedralenbilder bis hin zu Querstripes, Landschaften in abstrakter Form, aber auch in gegenständlicher Darstellung, wie Werner Kramer im letzten Satz verriet. Und mit dieser Stilrichtung möchten wir dann auch den Einblick in die außerordentliche Vielseitigkeit seiner Arbeiten abrunden.